In diesem Video wird das Herzeisen mit seiner Wirkung auf das Druckverteilungsmuster, die Stellung der Zehenknochen und den Fußungsablauf besprochen. Die dargestellten Daten wurden im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen Werkmann und dem Veterinäranatomischen Institut Leipzig erhoben. Das Herzeisen stellt eine Modifikation in der dorsopalmaren Ebene in Form eines geschlossenen Hufeisens mit einem eingeschweißten Steg als palmare Unterstützung dar. Der Steg bedeckte ungefähr 2/3 bis 3/4 des Strahls und befand sich damit innerhalb der Hufsilhouette. Damit war die Auflagefläche im hinteren Hufbereich vergrößert. Je nach Anwendung kann der Steg mit oder ohne Strahlkontakt angebracht werden. Der Strahl hatte in diesem Fall entsprechend der Hufkonformation Kontakt zum Steg, ohne dass die Verwendung eines Polsters notwendig war. Die Herstellung des Herzeisens wird in dem entsprechenden Video durch Mitch Taylor demonstriert. Das Herzeisen ist ein therapeutischer Beschlag zur Unterstützung und zum Schutz des palmaren Hufbereiches. Es findet seine Anwendung bei Entzündungen der tiefen Beugesehne bzw. Erkrankungen an deren Unterstützungsband. Weiterhin kommt dieses Hufeisen bei schmerzhaften Prozessen im palmaren Hufbereich wie der chronischen Entzündung der Hufrolle und Desmopathien der kurzen Zehenbänder zum Einsatz, wobei zu diesem Zweck kein direkter Druck auf den Strahl einwirken sollte. Durch Einbeziehen des Strahls zur Lastaufnahme können zudem die Trachten entlastet werden. Auch die Einschränkung des Hufmechanismus zur Ruhigstellung von Frakturen und Hornspalten stellt eine Indikation dar. Ebenso kommt das Herzeisen mit Unterpolsterung der Strahlregion bei der Therapie der chronischen Hufrehe zur Anwendung, da die vermehrte Belastung des palmaren Hufabschnitts eine Entlastung der schmerzempfindlichen Region unter der Hufbeinspitze des rotierten bzw. abgesunkenen Hufbeins gewährleistet. Die im weiteren Verlauf beschriebene steilere Stellung des Hufes auf weichem Boden verringert zudem den Zug der tiefen Beugesehne am Hufbein. Zur biomechanischen Wirkung dieses orthopädischen Eisens wird zuerst der Effekt auf die Ausrichtung der Zehenknochen aufgezeigt. Die Röntgenuntersuchung der Zehe wurde mit dem digitalen System der Firma Geert durchgeführt. Um den Effekt der Beschläge auf verschiedenen Böden bewerten zu können, wurde der Röntgenblock so modifiziert, dass es möglich war, eine Holzplatte oder ein Silikonpolster plus Sand zu verwenden. Dadurch ließ sich die Wirkung der Beschläge auf hartem und auf weichem Boden nachvollziehen. Für die Schaffung standardisierter seitlicher und frontaler Aufnahmen wurden permanente Markierungen zur Ausrichtung des Röntgenstrahls am Huf angebracht. Der Zentralstrahl wurde auf den Tragrand gerichtet. Die Ausrichtung des Hufbeins in der dorsopalmaren Ebene wird durch den Beschlag mit einem Herzeisen stark beeinflusst. Als Vergleichsbasis dienen die Situation am Barhuf und bei der Verwendung eines Standardbeschlags. Alle Röntgenuntersuchungen wurden auf einem harten Holzblock und einem Block mit weichem Polster durchgeführt. Auf dem harten Röntgenblock ist kein Unterschied zwischen Barhuf, Standardbeschlag und Herzeisen erkennbar, da lediglich eine Modifikation der Oberfläche vorliegt. Ist jedoch ein Einsinken in den Untergrund möglich, zeigt sich, dass der palmare Winkel des Hufbeins zunimmt. Die Hufspitze sinkt stärker ein, während der hintere Hufbereich durch die palmare Unterstützung weniger in den Boden eindringen kann. Damit ist der Hufbeinwinkel sowohl in Bezug zu hartem Boden als auch im Vergleich zu einem Standardbeschlag auf weichem Boden deutlich steiler. Dies bewirkt eine Entlastung der tiefen Beugesehne und der Hufrollenregion auf weichen Böden. Bei der Betrachtung der mediolateralen Ausrichtung des Hufbeins zeigt sich, dass der Beschlag mit einem Herzeisen auf hartem Boden keinen Einfluss erkennen lässt. Auf weichem Boden sind grundsätzlich Änderungen unabhängig vom Beschlag zu erkennen. Generell ändert sich die mediolaterale Ausrichtung des Hufes auf weichem Boden im Vergleich zu hartem Untergrund. In weichem Boden kann die entsprechend des Körperbaus mehr belastete Hufhälfte einsinken, wodurch sich der Hufbeinwinkel in Bezug zum Boden ändert. Bei Hufeisenmodifikationen, die durch eine palmare Unterstützung das Einsinken in diesem Bereich vermindern, wird häufig eine Verstärkung dieses Effektes beobachtet. Das funktional bedeutende Verhältnis von Hebel,
zur Stützfläche wird auf Hartboden durch die Verwendung eines Herzeisens nicht beeinflusst. Das Anbringen einer palmaren Unterstützung innerhalb der Hufsilhouette gewährleistet eine Vergrößerung der lastaufnehmenden Fläche, in diesem Fall um ca. 10 Quadratzentimeter, ohne eine zusätzliche Vergrößerung des palmaren Hebels. Im Vergleich zu einem Eiereisen mit einem unter das Ballenlot verlängerten Steg verursacht dies weniger Belastung der Sehnen und Bänder beim Auffußen. Interessant ist weiterhin, wie die Stellung des Hufes in weichem Boden die einwirkenden Hebelkräfte beeinflusst. Wird das Drehzentrum in Bezug zu Abrollpunkt und Schenkelenden gesetzt, ergibt sich der vordere Hebel, über den das Pferd abrollen muss, und der hintere Hebel. Das Verhältnis zwischen vorderem und hinteren Hebel bestimmt die an der tiefen Beugesehne wirkende Spannung. Bei der Verwendung eines Herzeisens zeigt sich Folgendes. Durch die steile Ausrichtung des Hufes liegt der Abrollpunkt im Vergleich zur Nutzung eines Standardbeschlags weiter hinten, beziehungsweise der vordere Hebel verkürzt sich. Damit erfährt die tiefe Beugesehne auf weichem Boden bereits im Stand eine geringere Zugbelastung. Zudem muss diese Struktur durch die Verringerung des vorderen Hebels in der Phase des Abfußens weniger Kraft aufwenden. Damit nimmt der Beschlag mit einem Herzeisen deutlich Einfluss auf die Dynamik und Biomechanik des Bewegungsablaufs. Jeder Beschlag hat neben der Wirkung auf Knochen, Sehnen und Bänder der Zehe auch Einfluss auf die Verteilung der auf die Hufkapsel einwirkenden Druckkräfte. An dieser Stelle wird veranschaulicht, welche direkten Bodenreaktionskräfte zwischen Hufeisen und Boden entstehen und in welcher Form diese an die Hufkapsel weitergegeben werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Druckmesssensoren der Firma Megascan gleichzeitig an einem Huf fixiert. Beide Vorderhufe wurden beschlagen und jeweils der linke den entsprechenden Messungen unterzogen. Zur Verfügung standen jeweils 5 Pferde und als Referenz dienten sowohl der Barhuf als auch die Untersuchung eines Standardbeschlages. Da der Effekt verschiedener Beschläge in starkem Maße vom Boden abhängt, wurden alle Messungen auf geraden Bahnen bestehend aus Beton, Gummimatte, hartem und tiefem Sand vollzogen. Zuerst erfolgt die Betrachtung der Druckkräfte im Schritt, die direkt zwischen Hufeisen und hartem Boden entstehen. Zum Vergleich stehen ein Standardbeschlag mit Zehenrichtung und 2 Seitenkappen gegenüber dem Herzeisen. Das Standardeisen erzeugt ein typisches Bild mit gleichmäßiger Auflagefläche und Druckspitzen an der Zehe. Das Druckverteilungsmuster ausgehend von einem Herzeisen zeigt hingegen Abweichung von dieser Situation. Während an der Zehe und den Eisenschenkeln keine Änderungen in der Druckverteilung im Vergleich zu einem Standardbeschlag zu erkennen sind, zeichnet sich im hinteren Hufbereich der Steg des Hufeisens deutlich ab. Durch die palmare Unterstützung steht mehr Fläche zur Verteilung der Druckkräfte zur Verfügung. Doch wie wirkt sich nun im Schritt die von der Hufeisenform vorgegebene Druckverteilung direkt auf die Hufkapsel aus? Es zeigt sich, dass auf hartem Boden die Druckbelastung ausgehend vom Eisen an den Huf weitergegeben wird. An der Zehe und den Seitenwänden werden die Druckkräfte im Vergleich zum Standardbeschlag kaum beeinflusst. Die Oberflächenmodifikation in Form des palmaren Steges befindet sich innerhalb der Hufsilhouette und zeigt im Vergleich zu einem Standardbeschlag zwar nur dezente Veränderungen des Druckverteilungsmusters, jedoch sind insbesondere in der Dynamik Druckspitzen an den Trachten zu erkennen, was eventuell auf die Einschränkung des Hufmechanismus zurückzuführen ist. Zudem wird der Strahl in die Belastung einbezogen. Seine eigentliche Wirkung entfaltet das Herzeisen auf weichem Boden, der ein Einsinken verschiedener Hufabschnitte erlaubt. Auch an dieser Stelle wird der Standardbeschlag mit Zehenrichtung als Vergleichsbasis für das Herzeisen herangezogen. Sinkt der beschlagene Huf maximal in den Boden ein, werden Strahl und Sohle vollständig zum Tragen herangezogen. Die Betrachtung des Druckverteilungsmusters im Schritt, ausgehend von einem Herzeisen im tiefen Sand, zeigt Folgendes. An der Zehe
und im mittleren Bereich des Hufeisens gibt es kaum Unterschiede zwischen den Beschlägen, da im palmaren Bereich durch den Steg das Einsinken in den Boden erschwert ist, zeichnet sich dieser deutlich ab. Auch an dieser Stelle ist von Interesse, inwieweit die Druckkräfte im Schritt ausgehend vom Beschlag auf die Kapsel projiziert werden. Die Zehe sinkt durch die Zehenrichtung leicht in den Boden ein, sodass trotz der steileren Stellung kaum Unterschiede zu dem Beschlag mit einem Standardeisen festzustellen sind. Die mittlere Hufregion zeigt kaum Unterschiede im Vergleich zu der Belastung durch einen Standardbeschlag. Im hinteren Hufbereich ist zu erkennen, dass der Huf aufgrund der palmaren Unterstützung nicht wie bei einem Standardbeschlag in den Boden einsinken kann. Der Bodengegendruck ist in dieser Region verstärkt. Druckspitzen an den Trachten sind die Folge. Der Strahl wird durch den Steg größtenteils bedeckt und wird damit ähnlich wie auf hartem Untergrund zum Tragen herangezogen. Allerdings wird diese Struktur auf weichem Boden durch einen Standardbeschlag mehr in die Lastaufnahme einbezogen, da hier die Hufeisenschenkel und der palmare Hufabschnitt leichter und tiefer in den Boden einsinken können. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auf hartem Boden der Strahl durch den unterstützenden Steg des Herzeisens in die Belastung einbezogen wird. Bei dem Beschlag mit einem Standardeisen ist dies nicht der Fall. Ist auf weichem Boden, wie zum Beispiel Sand, ein Einsinken in den Untergrund möglich, dringen die Hufeisenschenkel normalerweise in den Untergrund ein, sodass der Strahl und Fell der Sohle verstärkt zur Lastaufnahme herangezogen werden. Durch den schützenden Steg, der ein tiefes Einsinken des palmaren Hufbereichs vermindert, wird der Strahl weniger belastet als bei der Verwendung eines Standardbeschlags. Auf jeder Art von Untergrund wird damit eine kontinuierliche Belastung des Strahls erreicht, was bei Erkrankungen in der palmaren Hufregion vorteilhaft sein kann. Allerdings verteilt sich der Druck auf alle Böden zunehmend auf die Trachten. Dieser Bereich zeigt somit deutliche Druckspitzen. Zwischen Hufeisen und Hufkapsel bewirken die verschiedenen Beschläge damit unterschiedliche Belastungsverhältnisse, auf die es bei der Verwendung eines Herzeisens zu therapeutischen Zwecken zu achten gilt. Insbesondere die deutlich erhöhte Belastung der Trachten in Kombination mit Einschränkung des Hufmechanismus ist in die Überlegung einzubeziehen. Der Fußungsablauf selbst wird aus mehreren stabilen Schritten bestimmt. Diese werden zu einem Bild gemittelt, welches die Wanderung des Kräfteschwerpunktes in der Stützbeinphase zeigt. Dazu wurden die Pferde auf den verschiedenen Böden auf einer geraden Strecke ohne Ablenkung und Seitwärtsbewegung des Kopfes geführt. Die Aufnahme erfolgte über 10 Sekunden mit 100 Bildern je Sekunde. Bei der späteren Auswertung mit der Software Huf der Firma Megascan wurden jeweils der erste und letzte Schritt verworfen, sodass 6 bis 7 stabile Schritte in die Auswertung einbezogen wurden. Das gemittelte Bild zeigt die Phase des Auffußens, die Bewegung in der Hauptstützphase, das Abfußen und den Abrollpunkt. Der Vergleich des Fußungsablaufes zwischen Standardbeschlag und Herzeisen ergibt, dass der Effekt durch diese Modifikation auf das individuelle Fußungsmuster sehr gering ist, wie an den 3 Beispielen zu erkennen ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich durch die Verwendung eines Herzeisens Huf und Hufbein auf weichem Untergrund steiler ausrichten. Basierend auf biomechanischen Annahmen anderer Arbeitsgruppen wie Denoir und andere hat dies zur Folge, dass sich die oberen Zehenknochen absenken und die Streckung des Fesselgelenkes verstärkt wird. Der positive Effekt des steileren Hufbeinwinkels ergibt sich damit aus der Wirkung auf die tiefe Beugesehne und die Hufrollenregion. Zu beachten ist an dieser Stelle allerdings die durch das Absinken der oberen Zehenknochen zunehmende Belastung des Fesselträgers, der oberflächlichen Beugesehne und der Gleichbeinbänder auf weichem Boden. Die beschriebenen Effekte auf die Ausrichtung der oberen Zehenknochen scheinen jedoch abhängig von der individuellen Zehen- und Gliedmaßenkonformation. Des Weiteren stellen Untersuchungen an Röntgenaufnahmen lediglich eine statische Momentaufnahme dar,
was für die Beurteilung biomechanischer Wirkungen und deren Rückschlüsse auf dynamische Abläufe Fragen offen lässt. Spezielle Untersuchungen zu diesem Punkt werden folgen. Das Herzeisen bietet also eine Vergrößerung der unterstützenden Fläche im palmaren Hufbereich, ohne Einfluss auf die einwirkenden Hebelkräfte in der Dynamik zu nehmen. Der Einfluss auf das Druckverteilungsmuster ist erheblich. Dabei sind regelmäßig auf allen Untergründen Druckspitzen an den Trachten zu erkennen. Zur Verwendung dieses Beschlages mit dem Ziel, diese Region zu entlasten, empfiehlt sich also eine deutliche Unterpolsterung des Strahls zur vermehrten Umverteilung der Druckkräfte auf diese Struktur. Der Steg bietet zudem einen Schutz der Strahlregion mit den darunter liegenden Strukturen. Je nach Anwendung kann damit eine gleichmäßige Be- oder Entlastung des Strahls auf allen Böden erreicht werden. Diese wirkt sich positiv bei der orthopädischen Behandlung von Erkrankungen im palmaren Hufbereich aus. Durch die Unterstützung im palmaren Hufbereich in Kombination mit einem Zurücksetzen des Abrollpunktes bietet sich die Möglichkeit, mit dem Herzeisen unterstützend in die Hufrehetherapie einzugreifen. Grundlegend ist bei der Anwendung einer solchen Beschlagsmodifikation zu beachten, dass zumeist die Wirkung auf Sehnen, Bänder, Knorpel und Knochen oder die Veränderung dynamischer Prozesse im Fokus steht. Häufig wird dabei der Effekt auf die umgebende Hufkapsel selbst in den Hintergrund gestellt. Durch Veränderungen der Druckverteilung bzw. der lastaufnehmenden Fläche ist der Einfluss auf die sensible Blutzirkulation und die Architektur der Hornsubstanz nicht unerheblich. Insgesamt stehen alle anatomischen Strukturen der distalen Gliedmaße räumlich und funktional in enger Beziehung. Es ist immer davon auszugehen, dass die Entlastung einer Struktur zur vermehrten Belastung des Gegenspielers führt, was die genaue Abwägung der Wirksamkeit einer Beschlagsmodifikation im individuellen Fall sinnvoll macht. Vielen Dank an unsere Helfer und für Ihr Interesse.